Herzlich willkommen zum Satsang. Bewusstsein ist alles, was es gibt, und das sind wir. Wir sind unzerstörbare Energie. Etwas, was nicht kommt und nicht geht. Etwas, was keinen Anfang kennt und kein Ende kennt. Etwas, was nicht in der Zeit vorkommt und somit nicht der Zeit unterliegt und dadurch keine Geburt und keinen Tod kennt. Wir suchen die Erleuchtung, wir suchen das Erwachen, wir suchen die Selbsterkenntnis, wir suchen den ewigen Frieden. Und genau die Suche lässt es uns nicht erfahren, dass wir das Gesuchte sind. Dass wir das sind, was wir uns sehnlichst wünschen und noch viel mehr. Unser Blick ist immer nach vorne ausgerichtet. Unsere fünf Sinne gehen nach vorne. Und unser Verstand haftet an den Informationen, die uns unsere fünf Sinne liefern. Und an dieser Anhaftung, an dieser Identifikation vergessen wir uns selbst als die bezeugende Kraft, als das, was immer da ist, und unverändert ist. Unsere fünf Sinne nehmen nun den Moment wahr, den Erfahrungsraum wahr. Meine Perspektive ist eine andere als eure Perspektive. Aber wir alle schauen in unseren eigenen Erfahrungsraum rein, in unseren eigenen Erlebniskosmos rein. Und gleichzeitig benennt unser Verstand das, was wir erleben, das, was wir bezeugen. Er dokumentiert alles, er analysiert alles, er benennt alles. Er macht daraus eine Geschichte, ein Drama, ein Selbstmitleid, eine Analyse, was auch immer. Der Verstand haftet an das, was wir wahrnehmen, und macht daraus ein reales Objekt, eine Begrifflichkeit, etwas Zweites. Er sagt, ich bin hier und du bist dort. Ich bin hier und das Haus ist dort. Ich bin hier und der Mond ist dort. Das ist die Funktion unseres Verstandes, alles zu dokumentieren, zu kategorisieren und in eine Schublade einzuteilen, eine Begrifflichkeit drüber zu stülpen, einen Namen drüber zu stülpen. Und solange wir aus dieser Energie, aus diesem Fokus leben, dass wir alles benennen, alles bewerten, alles miteinander vergleichen, erkennen wir nicht, wer wir wirklich sind, was wir wirklich sind. Wir verlassen unsere wahre Position, dass wir nicht in dem Erfahrungsraum vorkommen. Unser Verstand identifiziert sich mit etwas im Erfahrungsraum und wir glauben, wir sind der Körper in diesem Erfahrungsraum. Wir glauben, wir sind der Denker unserer Gedanken im Erfahrungsraum. Die Identifikation mit unserem Verstand zieht uns illusorisch in den Erfahrungsraum hinein. Und sagt, ich bin Andreas, dieser Körper, 45 Jahre alt, bin aus Wien, habe das erlebt und werde das erleben. Wenn wir in den Moment, in den Erfahrungsraum reinschauen, mit einer bewussten Wahrnehmung, mit unserer Gegenwärtigkeit, mit einer Prise mehr Wachsamkeit,
dann registrieren wir, der Moment braucht unseren Vergleich nicht. Der Moment braucht unsere Analyse nicht. Der Moment braucht unsere Kategorisierung nicht. Er braucht den Vergleich nicht. Er braucht unsere Geschichte nicht. Der Moment steht für sich alleine, mit und ohne Geschichte, mit und ohne Drama, mit und ohne Selbstmitleid. Wenn wir das durch unsere Gegenwärtigkeit, durch unsere Wachsamkeit erkennen, ist ein großer Schritt Richtung Frieden, Richtung Befreiung, Richtung Erlösung getan. Denn dann lösen wir uns energetisch von unserem Erfahrungsraum und sehen, alles geht genauso weiter, nur durch eine energetische Distanz. Und in dieser Distanz, in dieser Loslösung, ist Frieden, ist Entspannung, ist Gelassenheit. Findet weniger psychologisches Denken statt, weniger Geschichte, weniger Vergangenheit, weniger Zukunft. Wir kommen zurück zu uns und fühlen uns als die Vollkommenheit, als die Unveränderlichkeit, die Unverwundbarkeit, als die Unendlichkeit, worin ein Erfahrungsraum stattfindet, worin eine scheinbare Welt stattfindet, worin dieser Körper stattfindet, worin die Gefühle stattfinden und worin die Gedanken stattfinden. Wir sehen, alles, was wir wahrnehmen, ist die Verlängerung, die sichtbar gewordene Verlängerung unseres Seins, unseres Wahnwesens. Und gleichzeitig spüren wir, wir sind aber zuerst da. Wir sind für immer da. Und erst dann kommt der Moment, erst dann kommt der Erfahrungsraum, erst dann kommt die Wahrnehmung, erst dann kommt unser Bewusstseinsinhalt. Wenn wir einfach jetzt hier sind, ganz natürlich entspannt, absichtslos, ohne Motiv hier sind, nichts mit unseren Gedanken tun, nichts mit unseren Gefühlen tun, nichts mit unseren Körperempfindungen tun und nicht versuchen, den Moment zu verändern. Wenn wir unseren Erfahrungsraum Raum schenken, so wie er ist, dann beruhigt sich unser Nervensystem. Dann fühlen wir Entspannung. Dann spüren wir Gelassenheit. Dann spüren wir ein Gefühl von Akzeptanz, von Frieden, von Stille, von Tiefe, von endlich kann ich loslassen. Und gleichzeitig fühlen wir uns, uns als die Präsenz, uns als die unveränderliche Stille, uns als den unsterblichen Zeugen. Einfach nur, weil wir loslassen, weil wir die Kontrolle loslassen, weil wir uns dem Moment hingeben. Weil wir uns einfach jetzt diesem Moment hingeben. Wir werden eins mit dem Moment. Die Trennung, die Dualität wird zu einer Einheit, zur Kommunion. Und überbleibt das Leben ohne Innen und Außen, ohne Vorher und Nachher, ohne Oben und Unten. Wir registrieren, das, was jetzt ist, ist das, was jetzt ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist mehr als genug. Das sind wir. Das sind wir als das unzerstörbare Leben. Meine Unbewusstheit lässt mein Gedankenkarussell wieder hochfahren. Und meine Gedanken sagen, es gibt ein Vorher, es gibt ein Nachher.
Es gibt eine Welt. Es gibt ein Ich und es gibt ein Du. Es gibt eine Blume, ein Tier und einen Mond. Meine Unbewusstheit lässt mich glauben, dass es etwas Reales Zweites gibt. Dass es eine reale Dualität gibt. Und dieser Glaube an meine Gedanken lässt mich wahrhaftig ein Gefühl der Trennung erfahren. Wir fühlen uns wahrhaftig getrennt voneinander, vom Leben, von der Welt. Und durch dieses Urmangelbewusstsein der Trennung versuchen wir zu kompensieren. Versuchen wir unser Glück in etwas anderem zu finden, in einer Beziehung, in einem Objekt, in einem Job, in einem Umstand, was auch immer. Wir sind auf der Suche, weil wir uns als getrenntes, als getrennter Mangel erfahren. Hören wir auf zu suchen und öffnen wir uns für das Gefühl des Mangels, für das Gefühl der Trennung. Lassen wir uns wahrhaftig davon berühren. Bedeutet das, das Gefühl weicht sich auf, das Gefühl wird sanfter, leichter. Und plötzlich wird erkannt, es gibt keine reale Trennung. Es ist die Identifikation mit den Gedanken, die das Gefühl der Trennung erzeugt. Und es ist das Ausfüllen des Gefühls, was das Gefühl wieder auflöst. Plötzlich wird es still in meinem Kopf. Alles beginnt sich zu beruhigen. Es gibt keine psychologischen Gedanken mehr an gestern und keine sorgenreichen Gedanken an morgen. Ich komme mehr ins Vertrauen. Ich komme mehr in die Tiefe des Lebens. Ich verwurzle mich mehr in meiner wahren Natur. Einfach nur, weil ich hier bin, weil ich gegenwärtig hier bin. Das ist der Shift, der Game Changer ist. Versuche ich mein Innenleben zu bekämpfen, zu verändern, treibe ich mein Innenleben an. Ich pushe meine Energie nach oben. Ich werde noch überreizter, noch stressiger. Mein Nervensystem wird noch unentspannter. Bin ich hier und akzeptiere ich das, was ist, und fühle ich mich so, wie ich jetzt bin? Bringe ich das überreizte System wieder zur Ruhe, wieder in den Einklang, wieder zurück in die Stille. Und dann löst sich immer mehr die Illusion eines Ichs, eines Gefühls, das Gefühl des Trennens, der Separation. Einfach weil ich innerlich nicht reagiere, weil ich innerlich still werde, weil ich innerlich ruhig bin, weil ich mich innerlich öffne. Voller Geduld, voller Liebe, ohne Erwartung, einfach aus Neugierde, weil ich mich einfach verstehen möchte, weil ich mir endlich den Raum schenke, den ich mir jahrzehntelang nicht geschenkt habe. Ich bleib hier, ich bleib bei mir, ich bleib in diesem Moment. Und dadurch schließe ich die Lücke zwischen einem illusorischen Ich und dem Moment. Und überbleibt der Moment für sich alleine, unser wahres Sein als Moment, Bewusstsein als Moment. Können
könnt ihr das fühlen? Geht ihr damit in Resonanz? Wenn nicht, bitte meldet euch. Wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch? Ist es für euch verständlich, wie wir uns psychologisches Leid kreieren und wie wir uns aus dem psychologischen Leid wieder rausholen können? Wir haben den Schlüssel in der Hand, niemand anderer. Alles ist Bewusstsein. Daher ist nichts falsch. Alles ist Liebe in Bewegung, Frieden in Bewegung. Jedes Gefühl, auch die Angst, die Trauer, die Einsamkeit, Schuld, Scham, Wut, Ehrgeiz, Neid, Eifersucht, all das ist Liebe in Bewegung. Frieden in Bewegung. Reine Energie in Bewegung, potente, kraftvolle Energie in Bewegung. Es ist das Leben. Es ist das Leben als Angst. Es ist das Leben als Trauer. Und wenn wir die Angst und die Trauer wegstoßen, stoßen wir das Leben weg. Stoßen wir uns selbst weg. Und deswegen leiden wir. Es ist der Widerstand, der da ist, der uns das Leid bringt. Und nicht das, was da ist. Es ist die Geschichte, die wir auf den Moment drauflegen, die uns leiden lässt und nicht der Moment selbst. Wenn unser Körper geht, der letzte Atemzug, der Körper hat damit kein Problem. Die Geschichte macht das Problem, die Geschichte kreiert das Leid. Es ist das Ego, das glaubt, es existiert nicht mehr. Und diese Ego-Struktur, diese Geschichte existiert dann auch nicht mehr in der Form. Das Ego wird nie zur Gänze gehen und muss auch nicht zur Gänze gehen. Das ist ein weiterer spiritueller Irrtum. Aber wir können unsere Ego-Strukturen durchschauen. Daran ist nichts falsch. Wir können und dürfen als Mensch genauso bleiben und sein, wie wir sind. Die Frage ist nur, bin ich mit dem bewusst oder glaube ich, dieser Mensch zu sein? Glaube ich, Andreas zu sein? Glaube ich, diese Person zu sein? Glaube ich, dieser Schauspieler zu sein? Dann ist es fatal. Aber wenn ich mir bewusst bin, jeder von uns ist ein Schauspieler hier, in diesem göttlichen Theaterstück. Und wenn wir uns unserer Rolle, unserer Schauspielerrolle bewusst sind, dann können wir sie zelebrieren, dann können wir sie genießen. Und dann ist nichts falsch an der Rolle. Aber wenn ich mich damit identifiziere und glaube, ich bin besser als die andere Rolle, dann ist wieder die Trennung, dann ist das Fatale da. Nichts ist weniger wert und nichts ist mehr wert hier. Es ist alles Bewusstsein, alles das Leben. Um hier in diesem menschlichen Spiel spielen zu können, braucht es Regeln, braucht es Gesetze. Gibt es auch eine Hierarchie? Das muss so sein. Es ist so. Aber wenn wir uns wirklich damit identifizieren, egal wo wir in der Stellung stehen, dann wird es eben fatal. Weil entweder fühlen wir uns erhaben und drücken den anderen runter oder wir schauen voller Ehrfurcht auf den anderen drauf und schaffen so wieder ein Gefälle, wieder die Trennung. Ich bin besser als du oder ich bin nicht so gut wie du. Beides ist fatal. Wie gebe ich die Identifikation auf? Indem du deinen Gedanken und deinen Gefühlen vollkommen Freiraum gibst. Indem du immer wieder bewusst hier bist. Indem du gegenwärtig hier bist. Dann weißt du, du spielst den Beruf, du spielst
deine Rolle, du spielst den Familienvater, Ehemann, was auch immer, aber du bist damit nicht identifiziert. Mit einem Teil deiner Erkenntnis bist du im freien göttlichen Raum des Seins. Und mit dem anderen Teil bist du als Mensch hier. Es geht immer wieder nur um die Bewusstheit. Warum? Denn mein Gedanke sagt, ich bin besser als du, weil ich bin ein Generaldirektor und du bist nur ein Gärtner, zum Beispiel. Wenn ich diesen Gedanken glaube, dann schaffe ich ein Gefälle. Bin ich mir meinem Gedanken bewusst, dann hat dieser Gedanke keine Kraft mehr, keine Macht mehr. Ich durchschaue ihn als Gedanke, nicht mehr und nicht weniger. Als Geschichte. Und sehe, es gibt überhaupt, als Essenz gibt es überhaupt keinen Unterschied. Wir sind dasselbe Wesen. Das sich einmal so spielt und einmal so spielt. Einmal als Stein, einmal als Katze, als Mund, als Hund, als Mond, als Sonne, als Wolke, als Regentropfen, als was auch immer. Der Regenwurm ist nicht weniger wert als Andreas. Der Regenwurm hat dieselbe Funktion wie ein Mensch. Ohne Regenwurm würde das Tao hier zusammenbrechen. Ohne einen einzigen Menschen würde das Tao zusammenbrechen. Würdest du auch nur ein Sandkorn von einem Strand wegnehmen, bricht alles zusammen. Was illusorisch ist, was nicht geht. Ja? Aber alles ist am richtigen Platz. Und nichts ist mehr oder weniger wert. Es ist nur unser Verstand, der sagt, ja, was ein Sandkorn ist doch weniger wert als ein Mensch. Nein, es ist dasselbe. Es ist vollkommen dasselbe als Essenz. Ohne Sandkorn gäbe es den Mensch nicht, ohne Mensch gäbe es das Sandkorn nicht. Und dann, wenn wir das erkennen, sehen wir die Liebe und die Vollkommenheit in allem, was ist. Erst dann. Wenn wir sehen, alles ist gleichgestellt in Wirklichkeit. Alles ist gleichgestellt. Alles ist die Liebe. Dann ist die Suche beendet. Dann ist das Erwachen da. Dann ist die Perfektion, die Vollkommenheit in jedem Moment spürbar. Fühlt ihr das? Spürt ihr das? Ist das für euch irgendwie nachvollziehbar? Dass in unserem Menschsein gibt es noch etwas Tieferes, etwas Unsichtbares, etwas Fühlbares, Spürbares, aber nicht über unsere fünf Sinne spürbar, sondern das Bewusstsein spürt sich selbst, die Erkenntnis spürt sich selbst. Als Formlosigkeit, als Klebstoff von allem, was ist, als Stoff von allem, was ist. Die Form ist Formlosigkeit. Leere ist Form und Form ist Leere. Und all das erkennen wir, wenn wir ohne mit unserem Verstand in den Moment hineinschauen. Wenn wir einfach nur schauen, wenn wir einfach nur fühlen, wenn wir einfach nur riechen, einfach nur schmecken und einfach nur, das fünfte habe ich vergessen. Hören. Bitte? Hören. Hören, genau. Genau. Und wenn Denken stattfindet, bezeugen wir das Denken. Wir sind uns einfach des Moments bewusst. Und das können wir nicht nur hier sein, das können wir jetzt im nächsten Atemzug sein und das können wir immer sein. Wir haben es nur nicht gelernt. Und natürlich gibt es hier noch eine Gegenkraft,
eine Gegenkraft namens Konditionierung, eine Gegenkraft namens Gewohnheit, eine Gegenkraft namens ich kann meine Gefühle nicht fühlen, weil sie so wehtun. Ja, natürlich. Das können wir nicht wegdiskutieren. Das ist am Anfang noch hier. Aber wenn wir uns immer wieder ausrichten, immer wieder ausrichten, immer wieder ausrichten, dann müssen wir uns eines Tages nicht mehr ausrichten. Dann geschieht etwas, ich sage immer dazu, eine Art Einrasten. Das Bewusstsein rastet in sich selbst ein. Und die ganze Thematik über das Erwachen, Satsang, es ist alles uninteressant geworden. Weil wir sehen, alles ist Satsang. Alles ist das Leben in jedem Augenblick. Ob ich hier bin, ob ich beim Fußballmatch bin, ob ich beim Essen bin, ob ich irgendwo bin, vollkommen egal. Alles ist das Leben. Dann kommt diese Natürlichkeit hinein. Dann ist diese wahrhaftige Suche nach Vollkommenheit, nach Einheit beendet. Wir glauben, oder der Verstand glaubt, wenn wir etwas bekommen, dann sind wir glücklich. Wenn diese Erfahrung, dieser Umstand eintritt, sind wir glücklich. Wir sind ganz kurz glücklich. Aber der Umstand verändert sich. Alles unterliegt der Zeit. Und das Einzige, was uns wahrhaftig immer glücklich macht, sind wir selbst. Der Kontakt, die Berührung, das Spüren unseres wahren Seins, unserer Präsenz. Denn dort bewegt sich nichts. Dort kommt nichts und geht nichts. Dort ist die Vollkommenheit zu Hause. Der Frieden zu Hause. Und dort komme ich hin, wenn ich immer beobachte, was ist. Du kommst dort nicht hin, weil du bist es. Du bist es. Das, was du durch deine Gegenwärtigkeit tust, unter Anführungszeichen, ist, dass du aus dem Gedankenstrom aussteigst. Und weil du aus dem Gedankenstrom aussteigst, erkennst du dich immer mehr selbst. Du bist das, was du suchst. Indem du gegenwärtig bist. Ja, wahrnehmen, 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 den Moment wahrnehmen. Den Moment, die Gedanken wahrnehmen, die Gefühle, was auch immer du wahrnehmen möchtest. Es geht um die bewusste Wahrnehmung. Wenn du jetzt bewusst wahrnimmst, was geschieht dann in dir? Ohne Erwartung, erforsche ich nur. Ohne Erwartung. Bewusste Wahrnehmung, was fühlst du in dir? Oder was verändert sich in dir? Komm mit deiner Aufmerksamkeit zurück zu dir, zieh deine Aufmerksamkeit zurück in dich. Und bleib dort mit deiner Aufmerksamkeit. Deine Augen schauen Andreas an. Und deine Aufmerksamkeit ist aber, geht nach innen. Deine Augen gehen nach vorne. Und deine Aufmerksamkeit richtest du jetzt direkt auf dich, auf deine Präsenz. Und da verweil mal. Was macht dein Denken jetzt? Wenn ich dann ist das nichts. Genau, dann ist nichts. Genau, dann ist nichts. So, jetzt hast du dein Gedankenkarussell unterbrochen, weil du bei dir bist. Und jetzt verweil bei dir, bleib bei dir, ganz entspannt, ohne Erwartung, ohne Anstrengung. Du berührst dich jetzt selbst. Du kontaktierst dich selbst. Wird es jetzt ruhiger, wird es jetzt stiller in dir? Ich habe immer so eine Ruhe im Stirnbereich.
Das macht nichts, das lass es wurlen. Lass es wurlen, das macht nichts. Aber was geschieht in dir dadurch? Was geschieht in dir, wenn du die Aufmerksamkeit jetzt bei dir lässt? Gibt es eine Qualität von mehr Stille, mehr Frieden, mehr Entspannung? Mehr Entspannung. Mehr Entspannung. Okay, gut, zumindest ist mal mehr Entspannung da. Und das ist erst der Anfang. Und das machst du immer wieder. Und jetzt lässt du auch diese Entspannung einfach Raum. Du machst auch mit deiner Entspannung nichts. Du versuchst sie nicht zu stärken, nicht zu fördern, du forcierst nicht. Du registrierst einfach Entspannung. Okay, wow. So. Und jetzt ruhst du in dir. Jetzt ruhst du in deiner Entspannung und machst nichts. Und wenn du es immer wieder tust, dann wird es tiefer, weiter. Und dann wird es immer natürlicher. Und du siehst, du kannst die bewusste Wahrnehmung auf etwas richten, was auch immer du möchtest. Auf was immer du möchtest. Es ist deine Präsenz, unsere Gegenwärtigkeit. Die Kunst ist, gegenwärtig zu sein. Punkt. Nur gegenwärtig zu sein. Ohne Anstrengung, ohne Konzentration, ohne Erwartung, ohne etwas herbeizusehnen. Nur bewusst zu sein. Bewusste Wahrnehmung, Punkt, aus. Dieser Mittelweg, nicht links und nicht rechts, nichts wegdrücken wollen und nichts herbeiziehen wollen, herbeiführen wollen, sondern einfach nur wahrnehmen. Da kommt die Angst, okay, du darfst hier sein. Da kommt das Ego, langweilig, was auch immer, okay, da ist ein Gedanke von Langeweile, er darf da sein. Da schmerzt die Schulter, da meldet sich der Bauch, der Magen, was auch immer. Okay, liebe Empfindungen, ihr dürft da sein. Ich bezeuge euch, ich schenke euch Raum und Geduld. Ich mache nichts mit euch. Und das ist die Kunst, dieses absolute Loslassen. Das absolute Sein können mit dem, was ist. Nicht nach links zu gehen, nicht nach rechts zu gehen, geistig, gedanklich, sondern die ehrliche Verbindung, der ehrliche Kontakt mit dem Moment, mit uns. Und das bringt uns in die Tiefe unseres Seins zurück. Ja, aber es geht so langsam. Okay, lieber Gedanke, du darfst da sein. Da tut sich nichts. Okay, es darf der Gedanke da sein und es darf auch das Gefühl der Neutralität da sein. Dass es kein Vorwärts und kein Rückwärts gibt. Gut, ist auch ein Gefühl. Darf auch einfach da sein. Auch damit tue ich nichts. Das war bei mir lange Zeit. Es war Stille da, aber keine erfüllende Stille, eine neutrale Stille, etwas Stumpfes. Und ich habe es forcieren wollen. Ich habe mir gedacht, das kann es ja nicht sein. Bis ich registriert habe, das ist auch einfach nur ein Gefühl, dem ich vollkommen Freiraum schenken darf. Und dadurch hat sich auch dieses Gefühl aufgeweicht und es wurde energetisch wieder tiefer. Was fühlt ihr jetzt?
fühlt ihr den Frieden, fühlt ihr, dass ihr bei euch seid, fühlt ihr eine Natürlichkeit, etwas, das ihr euch jetzt nicht anstrengt und in euch ruhen könnt. Schön. Das ist, weil du vollkommen Raum dir schenkst. Du erlaubst alles, was in dir ist, da sein zu lassen. Aber nicht zu beachten oder Aufmerksamkeit zu geben. Du kannst dem auch Aufmerksamkeit schenken, aber eben ohne Geschichte. Oder du lässt es einfach in deinem Raum da sein, einfach zirkulieren. Wie der Himmel den Wolkenraum schenkt. Es kann kein Störfeld sein. So ist es. Genau. Und dadurch wird es tiefer, stabiler, sicherer, weiter, friedlicher und deine inneren Objekte, Gefühle, was auch immer, werden sanfter, dehnen sich aus, lösen sich auf. Weil du mit deinem Verstand nicht mehr draufschlägst. Mhm. Weil du mit deinem Verstand das nicht mehr in den Schwitzkasten, in die Zange nimmst. Du lässt es einfach da sein. Ja, ich habe so in mir das Bild, sie sinken dann ganz tief ins Herz hinein. Ja, wunderbar, genau. Sie gehen wieder zurück in dein Herz. Ja. Genau. Weil wir uns nicht einmischen, was in uns geschieht, geht alles ins Herz zurück, ins Sein zurück, ins Nichts zurück. In die Quelle zurück. Bist du schon fertig? Ja. Mir ist noch was jetzt gerade gekommen, was mir sehr hilft, und zwar dieser, ich nenne das, ich glaube, du hast das auch so genannt gestern, Wechsel der Perspektive. Mhm. Und das ist für mich so nährend, dass ich merke, wenn jetzt angenommen jetzt mein Geist oder mein Ich irgendwas kommentieren will, dann geht das ins Leere. Mhm. Und ich lasse es dann auch, aber wenn ich dann nicht bin, wenn ich quasi in der Ich-Perspektive bin, nur dann rennt das Rad sozusagen. Genau. Ja. Aber das ist sehr hilfreich für mich. Ja. Schön. Genau. Und dann auch dieses nicht weghaben wollen, sondern einfach ins Leere. Also mir läuft das so ins Leere dann. Genau. Ja, es geht wieder zurück in die Quelle, in das Nichts, woher es gekommen ist. Ja, also ich erlebe es jetzt mal so. Ja, ja, wunderbar. Das läuft sich da tot, ja, genau. Ja, es geht ins Nichts, in die Leere. Genau. Ja, schön. Wir sind der Fels in der Brandung und das Ich sagt, wir müssen vor unseren Wellen davonlaufen. Mhm. Und dann laufen wir vor unseren eigenen Wellen vom Leben davon. Bis wir registrieren, hey, uns kann in Wirklichkeit keine Welle etwas antun. Ja, es gibt schmerzhafte Wellen. Es gibt schmerzhafte Wellen, aber wer erfährt den Schmerz? Wer ist wirklich, wo ist wirklich die Entität, die den Schmerz erfährt? Gibt es das? Oder gibt es nur Empfindung? Aber keinen, der das empfindet, keine Person, die das empfindet. Ja, das Sein nimmt wahr, aber dem Sein ist das egal. Das Sein wird nicht mehr und nicht weniger, durch keine Welle mehr, durch keine Welle weniger. Im Sein verpufft alles, da klebt nichts, da haftet nichts. Wie sollte es auch sein? Es kommt alles aus dem Sein. Das Sein ist die Quelle. Wir sind der Schöpfer, wir sind der Wahrnehmende und wir sind der Zerstörer. Bewusstsein ist eine One-Man-Show, es gibt nur Bewusstsein. Wir kreieren das, wir nehmen es wahr und wir zerstören es wieder, wir verändern es. Und das jede Sekunde. Genau.
Es ist immer diese Dreifaltigkeit. Also wenn wir vor etwas weglaufen, laufen wir in Wirklichkeit vor uns selbst weg. Und das kann nur in die Sackgasse führen. Das kann nur in das Leid führen. Das kann nur in den Schmerz führen. Das kann nur in die Sackgasse und in das Spinnennetz der Trennung der Dualität führen. Aber auch das macht nichts. Wir kennen den Weg wieder raus. Wir kennen ja den Weg wieder raus, dieses innere Öffnen für das, was ist. Für den Schmerz, für das Gefühl der Trennung, für jedes Gefühl. Und schon drehen wir wieder um, bildhaft gesagt, und kommen von der Dualität, von der Trennung, wieder zurück in das Non-Duale, in die Einheit. Und niemals werden wir mehr und niemals werden wir weniger. Durch keine Erfahrung, sei sie noch so freudvoll oder sei sie noch so leidvoll, immer sind wir das, was wir sind. Brauchen wir auch nicht mehr oder weniger. Es genügt, das, was wir sind. Genau, das ist mehr als genug. Nur der Verstand sagt, ich brauche die Erfahrung und dies und dies und dies und wieder das und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ja, und die Welt da draußen fordert es ja auch irgendwie. Ja, genau. Wir werden ja tagtäglich jede Minute damit konfrontiert, dass das noch nicht reicht, was wir sind oder was wir haben. Wir werden ja rund um die Uhr bestätigt, dass wir eine Person sind, die sich bemühen muss, die fleißig sein muss, die dies und das machen muss, um glücklich sein zu können. Und das ist dieses wahnsinnige Spiel, ja, das wir aber nicht mehr spielen müssen. Wir können es weiterspielen, wir müssen es aber nicht. Die Fülle des Moments ist mehr, als wir uns vorstellen können. Jeder Moment beinhaltet die absolute Fülle, den absoluten Frieden, die absolute Schwerelosigkeit und Leichtigkeit. Jeder Moment. Es ist nur die Frage, schenken wir dem Moment Raum, Geduld oder wollen wir etwas forcieren. Könnte die Fülle, die Stille, die Vollkommenheit dieses Moments, könnte das fühlen? Achtung, wir fühlen es nicht über unser Denken. Wir fühlen es, wenn wir uns diesen Moment hingeben. So, und diese Verschmelzung mit diesem Moment trägt uns weiter. Von Moment zu Moment trägt uns diese Energie dorthin, wo wir sein sollen, wo wir wirklich sein sollen. Dieses Surfen auf diesen Moment, wie ein Wellenritt. Wir spüren, wenn wir auf der Welle des Moments surfen, trägt uns die Welle hin, genau dort, wo wir sein sollen. Wir sind immer richtig, wenn wir eins sind mit dem Moment.
ohne Anstrengung. Die Gegenwärtigkeit ist keine Konzentration. Die Gegenwärtigkeit ist eine entspannte, anstrengungslose Wahrnehmung, bewusste Wahrnehmung. Alles, was sich anstrengend anfühlt, ist das Zeichen, dass wir ein wenig Anspannung zurücknehmen dürfen, loslassen dürfen. Unsere fünf Sinne liefern uns die Informationen, ob wir uns anstrengen oder nicht anstrengen. Die Augen liefern uns Bilder und die Bilder bezeuge ich, die Bilder registriere ich ganz, ganz easy, ohne Anstrengung. Ich bin mir der Bilder, der Farben einfach bewusst. Meine Ohren liefern mir Schallwellen, Akustik. Ich bin mir der Stimmen da draußen einfach bewusst. Mein Körper liefert mir Empfindungen. Ich bin mir des Drucks, worauf ich sitze, bewusst. Und mach nichts damit. Mach einfach nichts damit. Ich bemerke es. Ich bemerke es einfach bewusst. Und das lässt meinen psychologischen Verstand zur Ruhe kommen. Meine Gefühle öffnen sich und dadurch wird es weit, friedlich, bis hin, dass ich erkenne, dass sich das Ich, was Geschichten sind, beginnt aufzulösen. Und plötzlich gibt es kein Gefühl der Trennung mehr. Plötzlich gibt es nur mehr vollkommene Einheit. Es ist nicht wichtig, was ich tue, sondern es ist wichtig, wie ich es tue. Und das Wie bestimmt auch das Was, ganz von selbst. Ist hier Frieden? Weil ich bewusst in den Moment reinschaue, kommt hier eine friedlichere Handlung. Eine friedlichere Einstellung. Ein friedlicheres Leben. Und natürlich umgekehrt. Dass mit dem Lärm nicht mehr so stört wie früher. Ja, ja. Du bist mit dem Lärm weniger identifiziert. Du schenkst dieser Energiewolke namens Lärm einfach Raum. Genau. Du haftest nicht mehr so sehr daran. Weil du weißt, du bist so viel mehr als der Lärm. Du bist der Raum, worin der Lärm erscheint. Es geschieht Distanz, Verbundenheit, aber Distanz. Keine Dissoziation. Verbundenheit, energetische Verbundenheit, aber Distanz. Wie sich der Traum gestaltet, ist sekundär. Also was sich darin zeigt, ist sekundär. Wichtig ist, aus welcher Perspektive, wo empfinde ich mich? Empfinde ich mich als Körper in diesem Traum
dann bin ich in der Dualität. Dann bin ich, dann glaube ich, ich bin in einer realen Welt. Da gibt es Vergangenheit, Zukunft, Zeit, alles, was wir kennen. Geburt, Tod. Und dann glauben wir, es ist das Ende unserer Existenz. Dann kontrollieren wir, haften wir an etwas. Und es ist immer eine latente Angst da, eines Tages nicht mehr zu leben. Erkenne ich mich außerhalb des Traums, als Träumer, als unsichtbarer Träumer, als reine Energie, dann verändert sich natürlich der Traum, das Erleben des Traums. Dann schaue ich mit mehr Akzeptanz, mit mehr Gelassenheit, mit mehr Lächeln drauf. Es heißt nicht, dass ich da keine Angst mehr empfinde. Es heißt nicht, dass das alles rosig ist. Aber es gibt eine Schicht, die immer voller Frieden ist, die immer voller Akzeptanz ist, weil wir wissen, im Endeffekt sind wir nicht in dem Traum, es geschieht uns niemals etwas. Und auch alle Menschen, alle Lebewesen, all das, was wir lieben, ist genau dasselbe, ist in Wirklichkeit das, was das besitzt, außerhalb des Traums. Es ist ein Wesen, das sind wir, das ist eine Selbst. Das eine Selbst beseelt diese Welt, beseelt alle Objekte, beseelt alle Lebewesen. Und dann wird es noch immer ein Schmerz sein und noch immer ein Weinen sein, wenn etwas Geliebtes geht. Aber gleichzeitig ist ein tiefes Verständnis da, dass die Energie, die das beseelt hat, nicht gehen kann, sondern sich nur wandelt, in etwas Neues formt, als sich als etwas Neues formt. Genauso wie ein Baum umfällt. Er wird zur Erde und aus dieser Erde gibt es eine neue Pflanze, einen neuen Baum. Das ist dieser ewige Kreislauf. In der Natur erkennen wir es, aber es ist immer und überall so. Die Formen verwandeln sich, die Formen verändern sich, die Formen transzendieren sich, aber die Energie, die die Form ist, bleibt immer die Energie. Und dadurch geschieht eine andere Perspektive auf den Tod. Wir wissen, wir können nicht ausgelöscht werden. Wir haben das, was wir Tod nennen, ist schon millionenmal passiert und wird unendlich oft noch passieren. Es gibt immer nur Veränderung, 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 Veränderung. Und die Seele, die wir sind, das Bewusstsein, das wir sind, das ist ständig, wandelt sich ständig. Derzeit erfahren wir uns als dieser Körper, spielen wir uns mit diesem Körper, morgen vielleicht schon mit etwas anderem. Oder in 10 oder in 100 Jahren. Jede Sekunde verändert sich unser Körper. Jede Sekunde verändert sich dieser Moment. Aber wenn der Verstand etwas festhalten möchte, dann ist es, als würden wir auf den elektrischen Zaun greifen, anfassen. Es ist schmerzhaft, weil wir nichts festhalten können. Wir können die Veränderung der Zeit nicht festhalten in dieser traumhaften Welt. Daher sind wir gut bedient, wenn wir uns so gut es geht nicht gedanklich einmischen und die Veränderung bezeugen, den Fluss des Lebens bezeugen und mitfließen, geistig mitfließen. Wir sind der ewige Fluss. Wir sind das ewige Leben. Der Fluss wird niemals austrocknen. Bewusstsein wird niemals gehen. Bewusstsein ist unsterblich. Und die Formen nicht real.
Und all das erkennen wir Schritt für Schritt, Step by Step, wenn wir hier sind, gegenwärtig hier sind. Wenn wir fühlen, wenn wir spüren, wenn wir wahrnehmen. Wenn wir uns mit dem Leben verbinden, so wie es jetzt ist. Denn es gibt ja nicht mehr als das, was jetzt ist. Wenn ich mich dem nicht öffne, ja, es gibt ja nichts anderes. Versuchen wir mal aus dem Hier und Jetzt zu flüchten oder zu fliehen. Es ist nicht möglich. Egal, wo wir hingehen, es ist immer hier und jetzt. Egal, wohin wir gehen, wir sind immer da. Weil es nur uns gibt. Am entferntesten Ort dieser Welt ist es noch immer hier und jetzt und noch immer unsere Präsenz. Daher beginnen wir gleich da, wo wir jetzt sind. Mehr kommt nicht. Der Moment selbst, woraus der Moment ist, wird immer dasselbe sein. Der Moment, da gibt es andere Farben, andere Gedanken, andere Gefühle, andere Empfindungen, andere Ereignisse. Aber woraus all das besteht, bleibt immer gleich. Und genau das erfüllt uns. Genau das wahrzunehmen, woraus besteht der Moment, woraus besteht das Leben. Und das ist unsere Präsenz. Müssen wir für diesen Moment jetzt etwas tun oder ist einfach da? Müssen wir für die Luft, die jetzt in diesem Raum ist, etwas tun oder ist sie einfach da? Müssen wir für unseren Körper etwas tun oder ist einfach da? Müssen wir für unsere Atmung etwas tun oder atmet es von selbst? Es ist alles einfach da, ob wir es jetzt versuchen festzuhalten, zu kontrollieren oder nicht. Es ist einfach da. Es geht nicht. Und entspannender und gelassener ist es, wenn wir uns innerlich zurücklehnen und uns so oft, wie es uns gelingt, nicht einmischen, sondern uns treiben lassen. Mit dem Moment mitfließen, mit unseren Impulsen einfach mitfließen, mitgehen. Ja, es fühlt
fühlt sich ja hier in diesem Rahmen, in diesem Frieden und in diesem Sein ständig darauf hingewiesen zu werden, dass das der echte Zustand ist, fällt es mir leicht, das jetzt so zu empfinden. Das Kunststück ist für mich, wenn ich jetzt im Alltag bin, mit meinem konditionierten Denken, den Moment zu realisieren, nicht so zu denken, wie ich es empfinde, wütend zu werden oder traurig zu werden, sondern mich darauf zu beziehen, was ich jetzt gerade wahrnehme und empfinde. Das ist für mich so die Herausforderung. Ja. Damit steht es oder fällt es, dass ich im Frieden bleibe. Ja. Es steht und fällt in Wirklichkeit, wie bewusst und präsent bist du in deinem Alltag. Wenn eine Herausforderung kommt, dann bin ich nicht mehr so bewusst. Genau, dann und darum geht es. Genau. Es geht ja um, du kannst ihn. Du musst ja auch agieren. Es geht einzig und allein darum, bist du gegenwärtig, bist du bewusst in dem Moment, ja oder nein? Und das ist eben das Kunststück, das ist eben der Prozess. Das ist eben diese, wie hoch ist meine Priorität, wie hoch ist mein Herzenswunsch, wirklich frei zu werden. Nicht nur hier oder in der Meditation, sondern auch wirklich in meinem Alltag. Wie hoch ist meine Herzenspriorität, in meinen Beziehungen ein leichteres, entspannteres Leben zu führen? Ja, und das ist eben die Kunst und der Prozess, sich immer wieder selbst zu erinnern, hey, ich kann in dem Moment jetzt auch mir meiner Konditionierung bewusst werden. Ich kann mir meines Glaubenssatzes bewusst werden. Ich kann mir meiner Angst, meinem Fluchtversuch bewusst werden. Und wenn du das dir immer wieder bewusst machst, dann integrierst du das, was jetzt hier so einfach erscheint, integrierst du immer mehr auch in dein normales Leben, in ein Alltagsgeschehen. Ja, das geht doch so. Das geht so, weißt du? Deswegen sind wir alle hier. Ja? Das gelingt ja, aber nicht immer. Genau. Es ist ja voll in Ordnung, wenn es auch nicht immer gelingt. Ja? Das ist das Spiel, das ist der Prozess. Das ist eben das Integrieren und das benötigt Zeit und Geduld. Und wer das wirklich in dem Leben erfahren möchte, der wird es erfahren. Der wird sagen können, wow, irgendetwas hat sich in meinem Leben wirklich verändert. Dort, wo ich normalerweise Stress empfunden habe, dort, wo ich normalerweise angstbesetzt war, dort, wo mein Nervensystem hochgeschossen ist, ist jetzt viel mehr Ruhe. Das ist dann die Belohnung für unsere innere Arbeit, unsere innere Ausrichtung. Ja? Also ich bin voll bei dir, Loli, das geht nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess. Und das ist ja auch das Schöne, weil sonst wäre es ja, ja, das gehört zum Leben dazu. Und vor 4 Jahren, oder wie ich das erste Mal da angefangen habe, habe ich mir immer gedacht, von was redet, das war der Muni der Erste, der mir ein Lehrer war, von was redet der eigentlich, was meint der, was jetzt? Also manchmal beobachte ich den Menschen was fragen, wie es da hinten oben rattert, was ist da jetzt gemeint, ja. Welche Ebene von mir soll da jetzt antworten? Ne? Ja. Und was das jetzt für Sprung ist, dass ich also schon irgendwie realisiere, ja. Jetzt kenne ich mich aus, was da gemeint ja, ist, großartig. Kannst du noch nicht so. Großartig, du kannst es auch schon, großartig. Du siehst, wie all das, weil du dich damit beschäftigst, weil du dich dafür öffnest, wie das immer mehr in dein System einsinkt. Ja. Ja, es führt ja gar keinen Weg mehr vorbei. Und das erfahren wir ja alle. Das ist ja bei mir auch nicht so. Es gibt noch immer Bereiche, wo ich es auch noch immer integriere. Ja, also niemand, der sagt, er hat sich selbst realisiert, ist in allen Bereichen zu 100% frei. Das ist ein lebenslanger Prozess. Und es muss auch nicht sein. Das ist das Spiel. Aber wir kennen den Weg. Wir kennen den Weg. Wir kennen den Weg raus aus unserem Leid. Ja, klar muss es sein, weil das Leid nicht einfach eine Änderung könnte, ja. Wenn es mir genau. Gelingt. Ne? Genau. Genau. Und das Paradoxe ist ja, du bist ja schon die Freiheit, du bist ja schon das freie Wesen. Nur diese menschlichen Konditionierungen, die noch da oder dort wirken, überlagern das, was du bist. Verstehe. Ja? Und durch deine Gegenwärtigkeit entladest du die jahrzehntelangen
antrainierten Muster in dir. Du bist dir dem gewahr, du transzendierst sie dadurch, durch dieses Licht. Ja? Und plötzlich merkst du, wow, es ist immer mehr Raum, es ist immer mehr Freiraum, es ist immer mehr Entspannung da. Und plötzlich realisierst du, dass du nicht nur Lolit bist, sondern dass du das Mysterium, die Präsenz bist, das, was nicht fassbar ist, nicht sehbar ist, aber doch spürbar ist. Also es geht nicht darum, dass wir in allem vollkommen frei werden. Es reicht, das Prinzip zu verstehen. Es reicht, das Vertrauen zu bekommen, dass es funktioniert und das Wissen, wie es funktioniert. Und alleine das macht schon etwas mit uns, dass wir wissen, wir sind nichts und niemanden ausgeliefert. Wir haben den Schlüssel in uns. Wir sind der Schlüssel selbst. Ob wir ihn umdrehen und einsetzen oder nicht, spielt dann gar nicht mehr so eine große Rolle. Und dadurch setzen wir ihn öfters ein und erinnern uns, hey, ich habe mich wieder in einer Geschichte verloren. Ich habe mich wieder in einer Schuldzuweisung verloren. Ich glaube wieder, dass ich nicht gut genug bin. Gut, okay. Es ist Leid da, es ist Trennung da, es ist Schwere da, es ist Erschöpfung da. Gut. Diese Gefühle wollen mich aufrütteln. Diese Gefühle wollen mich aufrütteln. Hey, komm, raus, öffne dich, lass dich berühren, sei hier, fühle den Moment, spüre den Moment, verbinde dich mit dem Moment. Und schon wieder wird es ruhiger, weiter, friedlicher, stiller. Und ich sehe anders auf meine Vergangenheit, anders auf meine Zukunft, anders auf meine alltäglichen Aufgaben und Verpflichtungen. Und dann kommt wieder etwas, ich lasse mich wieder triggern und ich verfall wieder in die Kontraktion. Gut, dann spiele ich eine Zeit lang mit, dieser kleine, enge, als enge Person, und dann erinnere mich wieder, hey, das kann nicht das Leben sein, dass ich hier bin, um zu leiden, um erschöpft zu sein. Und dann öffne ich mich für dieses Gefühl und dann wird es wieder weiter. Und dieses Kontraktion, Expansion, dieses Spiel geht eine Zeit lang. Geht eine Zeit lang. Aber wenn ich mich immer wieder dem öffne, wird die Kontraktion immer mehr zur Expansion. Öffnen heißt es sehen. Genau. Öffnen heißt, ich bin mir dem bewusst, ich bin mir dem gewahr. Ich stelle mich dem, ich bemerke es. Ich verbinde mich damit und bin damit. Ich bin damit. Und schon löse ich mich davon wieder. Es geht nur um Verbindung. Verbindung mit uns, Verbindung mit dem Moment. Der Kontakt mit uns. Dort beginnt alles. Wenn ich den Kontakt zu mir nicht aufsuche, dann vergesse ich mich. Dann vergesse ich meine wahre Präsenz. Und dann bin ich in der Trennung. Dann bin ich in dem Glauben, ein Ich zu sein.
Ich kann meine Wahrnehmung, meine Bewusstheit auf unterschiedlichste Art und Weise einsetzen. Ich kann sie gebündelt einsetzen wie einen Laserstrahl, zum Beispiel auf einen Gedanken. Ich richte meine gebündelte Aufmerksamkeit auf einen Gedanken. Oder ich streue meine Aufmerksamkeit, sprich, ich bin in der defokussierten Wahrnehmung, in der bewussten defokussierten Wahrnehmung. Das wird oft mit Hingabe. Ich gebe mich meiner defokussierten Wahrnehmung hin. Ich fixiere nicht ein Objekt meiner Wahl an, sondern ich nehme den ganzen Moment wahr. Ich streue meine Aufmerksamkeit. Oder ich richte meine Aufmerksamkeit direkt zurück in mein Ich Bin, auf das Gefühl meiner Anwesenheit. Ich kann hier spielen, gebündelt, fokussiert oder defokussiert. Ja, da können wir damit spielen. Was bringt mich schneller in den Frieden? Was löst mich schneller von dem Objekt? Es ist wie bei einer Taschenlampe. Gibt es Taschenlampen, einmal den gebündelten Strahl und einmal drehen wir an der Taschenlampe und dann gibt es diesen gestreuten Strahl. Also es geht um unsere bewusste Aufmerksamkeit und hier können wir noch differenzieren, wie wir die Aufmerksamkeit einsetzen. Wie wir unseren Fokus einsetzen. Sind wir in unserer Arbeit, wird uns der defokussierte Blick bei unserer PC-Arbeit nicht viel bringen, weil wir müssen uns fokussieren auf das, was wir schreiben. Da ist die gebündelte Aufmerksamkeit. Sitzen wir auf der Parkbank und genießen wir die Atmosphäre, den Himmel, die Vögel, nehmen wir den Sonnenuntergang wahr, dann ist hier die defokussierte Aufmerksamkeit die entspanntere Aufmerksamkeit. Weil dann nehme ich den ganzen Ausschnitt, den ganzen Moment inhaliere ich bewusst. Da können wir spielen. Mir geht es in letzter Zeit so, dass wenn ich dieses defokussierte, also ich die Augen offen habe, aber die Energie geht nicht nach vorne, sondern sie bleibt immer noch da, wo ich bin, dass die Formen irgendwie ihren Sinn verlieren. Also, dass ich nicht mehr wahrnehmen kann, da sitzt jemand, da ist eine Bank, da ist ein Baum. Und es ist wie so ein Bild, ein Gesamtkonstrukt. Ja. Und es langt. Und ich suche gar nicht nach einzelnen Teilnehmern in diesem Bild. Genau. Du siehst die Einheit vor dir. Die eingefärbte Einheit ohne Trennung. Das Gemälde Gottes. Du siehst, dass es keine reale Trennung gibt, weil du bei dir bist. Weil du rausgegangen bist aus dem Denken, nur bei dir bist und plötzlich siehst du das Gemälde Gottes vor dir. Die Einheit, die Vollkommenheit. Und siehst, das sind keine reale Objekte. Es ist Bewusstsein als Bild. Und obwohl die Augen offen sind, ist auch dieses Sehen gar nicht das Dominante an dem Ganzen, sondern die Wahrnehmung findet eigentlich wo ganz woanders statt. Ja. Das heißt, das Sehen sucht auch nicht. Also das Sehen schaut sich nichts an. Genau. Das Sehen ist einfach nur da, aber das ist nicht, wo der Fokus liegt. Genau. Dein Fokus ist es, der anschaut. Dein Fokus, wo du deinen Fokus einsetzt, das ist das, was ich vorher gemeint habe, wo du deinen Fokus hinsetzt, dort geschieht Energie sozusagen. Aber deine Augen liefern dir nur Informationen. Und du bestimmst jetzt, ob du den Fokus auf die Information richtest oder ob du den Fokus bei dir lässt. Das ist das, was ich gemeint habe. Das ist das, die Selbsterforschung, wie wir spielen können mit unserem Fokus. Ja, wunderbar. Die Welt ist einfach da. Das Bild ist einfach da. Das Gemälde Gottes ist einfach da. Ob ich jetzt es erdenke oder nicht, vollkommen egal. Ob ich meinen Fokus drauf richte oder nicht, vollkommen egal. Es baut sich vor mir auf. Als Projektion meines Geistes. Und jetzt kann ich mit meinem Fokus spielen. Bei mir, oder ich gehe nach vorne, oder ich defokussiere ihn, nach vorne oder zurück oder was auch immer. Und das hat verschiedenste Qualitäten, liefert uns das. Verschiedenste
Vertiefungsqualitäten. Das, was schaut, ist das, was ich suche. Das, was wahrnimmt, ist das, was ich suche. Richten wir die Aufmerksamkeit zurück auf die Wahrnehmung selbst. Richtet sich in Wirklichkeit Bewusstheit auf sich selbst. Bewusstsein nimmt sich selbst wahr. Und wenn sich Bewusstsein selbst wahrnimmt, gibt es nichts mehr zu suchen. Weil es nur Bewusstsein gibt. Wenn die Wahrnehmung sich selbst wahrnimmt, ist das psychologische Leid beendet. Weil es nichts Zweites gibt. Weil es nichts zu erkämpfen oder zu bekämpfen gibt. Das, was hier stattfindet, ist, dass wir uns als Bewusstsein wieder an uns selbst erinnern und uns selbst erkennen und uns selbst spüren. Hier geht es nicht darum, wie wir unser Leben leben sollen, was gut oder schlecht ist. Hier geht es um das Ultimative. Um die Berührung unserer wahren Natur. Und dadurch kreiert sich alles neu. Es gibt wie eine Art Reset-Knopf. Wir werden neu gestartet. Frisch, lebendig. Mit weniger Erinnerung an die Vergangenheit, mit weniger schmerzhafter Energie. Es ist wie wenn die Schlange sich häutet, wie wenn wir von der Raupe zum Schmetterling werden. Und die Raupe ist genauso perfekt wie der Schmetterling. Die Raupe ist das Ich, der Schmetterling ist das Sein. Die Erfahrung, fliegen zu können, ist natürlich anders als die Erfahrung, robben zu müssen. Die Erfahrungen sind anders. Aber als Essenz ist die Raupe und der Schmetterling gleich.
Die Transzendenz geschieht, indem wir innerlich still sind. Heißt nicht, dass wir nicht sprechen können. Heißt nicht, dass wir agieren, dass wir nicht agieren. Heißt nicht, dass wir ins Tun, dass wir nicht ins Tun gehen. Es ist einfach, dass wir präsent hier sind und damit weniger kommentieren, was wir tun. Weniger kritisieren, was wir tun. Weniger Selbstgespräche stattfinden. Das ist das innere Stillwerden. Das ist das innere gedankliche Nicht-Reagieren. Das innere Geschehen lassen. Einzig und allein nur, weil ich gegenwärtig hier bin. Das ist das Einzige, was ich verstehen darf. Ich richte mich immer wieder aus, dass ich im Moment bin, bewusst im Moment bin. Bis auch das eines Tages geht und nicht mehr notwendig ist. Okay, mein Lieben, ich glaube, wir sind langsam aber sicher am Ende angelangt. Gibt es noch eine Frage von euch? Okay, dann vielen herzlichen Dank.